So, kommen wir jetzt zu dem Entscheidenden, nämlich der Animation. Um eure Animation zu bauen, braucht ihr viele Einzelbilder, die jeweils eine kleine Veränderung zeigen. Ihr seht hier das Fenster Frames. Das ist nur ein Frame, ein Einzelbild. Wir lassen die Figur hier mal laufen. Das ist meine Ausgangssituation. Ich klicke hier unten auf New Frame. Ihr seht, ein zweites Einzelbild entsteht. Und jetzt kann ich die erste kleine Veränderung machen. Also ihr seht hier, das ist so grau. Das ist der sogenannte Zwiebelschaleneffekt. Ihr seht also, wie stark eure Veränderung ist. Auf der Styx.net-Seite gibt es eine kleine Hilfe, wie man eine Figur am besten zum Laufen bringt. Grundsätzlich hilft es aber, euch mal vorzustellen, was ihr genau macht im Einzelnen, wenn ihr lauft. Wenn ich die kleine Veränderung habe, also die sollten nur wirklich gering sein, damit die Bewegung nachher flüssig wird. Dann klicke ich wieder auf New Frame. Es entsteht ein drittes Einzelbild und ich bewege das weiter ein bisschen. Das Standbein, wenn ihr das mit Füßen macht, solltet ihr darauf achten, dass das Standbein einen geraden Fuß hat. Beim Laufen gehen die Arme dann in dieser Phase ein bisschen zum Körper hin und die Figur insgesamt nach vorn, weil wir wollen ja nicht, dass die auf der Stelle tritt. New Frame. So ist ungefähr wieder die Ausgangssituation. So, hier könnt ihr euch das anschauen, wenn ihr auf Play drückt. Das heißt, ihr könnt hier erstmal die Geschwindigkeit einstellen, in dem die Einzelbilder abgespielt werden sollen. Wenn das dieses Symbol der Loop angeklickt ist, also jetzt ist er nicht, rot ist er, dann wiederholt sich das so eine Endlosschleife von dem, was ihr gemacht habt. Klickt Play und dann seht ihr in diesem Fenster den ersten Schritt. Wichtig ist, dass ihr pro kleine Bewegung, pro Veränderung ein neues Einzelbild macht. Und wenn das dann abgespielt wird, entsteht Bewegung, eine Animation.